Wir haben uns bewusst für den Standort entschieden, weil Mülheim an der Ruhr eine kleine Stadt ist. Insgesamt ist aber eher die komplette Infrastruktur, die wir in der Metropole Ruhr vorfinden. Als digitale Plattform das Thema Fachkräfte ist ganz, ganz wichtig für uns. Wir haben über 20 Hochschulen in engster Pendelentfernung, wo wir junge Leute rekrutieren können. Generell sind die Kosten für ein Unternehmen geringer als anderen Ballungsräumen. Und zuletzt haben wir eben auch ein sehr reichhaltiges Kulturangebot. Es wird so viel überhaupt angeboten, angefangen tatsächlich, auch wenn es kalt ist, gibt ein Wintergrillen an zwei Tagen, eine Bierbörse, es gibt Foodmarkets, Musikveranstaltungen, es gibt für die Kinder das Quietscheentenrennen. Mülheim bietet tatsächlich sehr viel. Wir sind auf Mülheim auch gekommen wegen dem Engagement der Wirtschaftsförderung, war für uns auch ein ganz wichtiger Faktor. Also Unternehmen hat, glaube ich, Stadt Mülheim insofern die Bedeutung, dass wir zu einem der vielen kleinen Startups gehören. Wir haben ja viel Diskussion im Kontext Digitalisierung, Industrie 4.0 und ich glaube, dass wir da schon auch teilweise wichtige Impulse geben können, auch für größere Unternehmen. Es gibt hier Flugzeugmechaniker, es gibt Avionikwerkstätten und hier werden auch Luftschiffpiloten ausgebildet. Mülheim ist die einzige Stadt der Welt, die ein eigenes Luftschiff hat und unser Luftschiff Theo trägt also den Namen und vor allen Dingen auch das Image von Mülheim in die ganze Welt. Ich bin einer von 5 Millionen. Ich bin eine von 5 Millionen. Ich bin einer von 5 Millionen.